So um die 30 Ziele habe ich uns für unsere nächste Reise bereits gesteckt. Flüge und Mietwagen sind gebucht und ich bin mittendrin in der Streckenplanung. Und jetzt willst du wissen, wo es für uns hingeht, ne? Ich will dich da auch nicht weiter auf die Folter spannen. Es geht für uns nach Amerika. Herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Als Reiseplaner versorge ich dich regelmäßig mit Tipps und Themen rund um die USA. In den letzten Tagen und Wochen musste ich mich doch stark wundern über die Medienberichterstattung bezüglich des Wetters. Juli, heißester Monat seit Beginn der Aufzeichnungen. Juli, wohl heißester Monat seit Jahrtausenden. Die Welt sitzt auf einem heißen Stuhl. Und Gesundheitsminister Lauterbach will Zahl der Hitzetoten in Deutschland halbieren. ZDF-Dürrekarte, so trocken ist es aktuell in Deutschland. Ist auch nicht nur hier bei uns so. Im französischen Fernsehen legt man auch gern mal eine Schippe drauf, wenn es nicht richtig passt. Er hier ist auch gut. Der Juli, das ist jetzt schon klar, das war der heißeste Monat, den wir hier seit Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden hatten. Hauptsache, er durfte mal ins Fernsehen, was? Und dann steht man da im Pullover auf dem Balkon, wärmt sich an seinem Tee die Hände auf, schaut durch den prasselnden Regen hoch in die Gewitterwolken und fragt sich, ob die sie eigentlich noch alle am Zaun haben. Diese Woche soll es angeblich wieder ein bisschen wärmer werden, was ich natürlich sehr begrüßen würde. Bislang fand ich den Sommer nämlich ganz schön armselig. Apropos armselig. Lauterbach tweetet aus seinem Urlaub in Rom, 36 Grad, etwas Wind, so geht es gut. Naja, bevor ich als Klimaleugner abgestempelt werde, wechsle ich mal lieber das Thema. Wie bereits erwähnt, sind die Flüge zu unserem nächsten Urlaub gebucht. Auch der Mietwagen ist in trockenen Tüchern. Nur weißt du immer noch nicht, wohin es diesmal geht. Vordergründig wird die Tour durch einen Bundesstaat gehen, wobei wir wahrscheinlich drei tangieren. Doch für diesen einen kannst du jetzt gerne einen Tipp abgeben. Dafür hast du 5 Sekunden Zeit. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht ausgeht. Unser erster Flug geht von Frankfurt nach Dallas-Fort Worth, wo wir knapp 2,5 Stunden Zeit zum Umsteigen haben. Dann fliegen wir weiter nach Seattle-Washington, übernehmen unseren Mietwagen und fahren noch ein Stückchen raus aus der Stadt in die erste Unterkunft. Direkt am nächsten Tag fahren wir schon über die Staatsgrenze nach Oregon. So zumindest die aktuelle Planung. Ich vergleiche ja immer Orte. Was kosten Flug plus Auto ab Salt Lake City, ab Portland, San Francisco, Denver, dann auch Gabelflüge? Hin nach Salt Lake City, zurück ab Portland, zurück ab Seattle. Hin nach Seattle, zurück ab Denver und so weiter. Und der beste Preis zum Buchungszeitpunkt war für die Flüge nach Seattle sogar relativ teuer. Genau 1000 Euro. Muss ja im Umkehrschluss heißen, dass das Mietfahrzeug unglaublich günstig war, oder? Ja, 34,75 Euro kostet uns der Mittelklasse-SUV pro Tag, was in Summe 486,54 Euro ergibt. Gefunden über Check24. Für die Flüge war ich natürlich viel zu spät dran. Wenn ich am 21. Juli was für September suche, nicht mal 8 Wochen vor Abreise, müsste ich schon arg Glück haben. Ging aber nicht anders, weil Bettinas Arbeitgeber erstmal den Urlaub genehmigen musste. Aktuell müssten wir auch schon 525 Euro pro Person rechnen, für dieselben Flüge. Ist übrigens erneut British Airways, daher auch der Rückflug über Heathrow. Die SIM-Karte habe ich mir direkt über TravSim besorgt, jetzt muss ich mir aber noch einen Parkplatz in Frankfurt suchen. Das könnte dieses Mal teuer werden, wie es momentan aussieht. Streckendetails kann ich noch nicht wirklich zeigen, da ich selbst noch daran tüfteln muss. Meine Ziele liegen dort teils sehr weit voneinander weg und Unterkünfte sind recht dünn gesät. Soweit ich das bislang beurteilen kann, werden diese wohl preislich etwas stärker ins Gewicht fallen als sonst. Ein paar Ziele wie Smith Rock State Park und Painted Hills hatte ich ja bereits in einem Oregon Bucketlist Video gezeigt. Weitere würde ich mir auch gern verkneifen, damit du nicht allzu sehr gespoilert wirst, was die darauf folgenden Vlogs angeht. Diese starten wahrscheinlich am 3. Oktober, unmittelbar nach unserer Rückkehr. Zumindest weißt du schon mal, dass weitere Vlogs folgen und woher. Wir freuen uns total auf Oregon, denn erstens sind wir noch nie dort gewesen, zweitens dürften sowohl das Wetter als auch unsere Ziele einige sehr schöne Aufnahmen generieren.
Oregon liegt ja bekanntlich am Pazifik, weshalb auch einige Teile unserer Strecke an der Küste, also dem Pacific Coast Highway entlang zu finden sind. Mich würde es freuen, wenn du wieder dabei wärst. Bis zum nächsten Mal, stay tuned and have a good one.